Tragt ihr euch eine Liste ein, dann könnt ihr eure Zimmer ziehen. Nach Mitarbeitern und klar, die Mitarbeiter, wo kommen sie her? Sie kommen von den Universitäten und von den Hochschulen und das ist für uns natürlich wichtig, dort tatsächlich präsent zu sein, damit die Leute unser Unternehmen auch kennenlernen. Doctrix ist kein Riesenunternehmen wie BMW oder Porsche, also wir müssen uns natürlich sehr aktiv auf die Bewerber zubewegen, weil nicht so viele uns kennen. Deswegen ist es für uns ganz wichtig, halt an den Hochschulen präsent zu sein, einfach den Leuten zu zeigen, hey, es gibt halt noch anderes außer DAX-Unternehmen. Ihr könnt euch heute auch bei mittelständischen Unternehmen bewerben, die auch sehr spannende Themen haben. Wir haben HDM-Absolventen, die bei uns arbeiten. Also wir haben in der Vergangenheit da super Erfahrungen gemacht. Es sind halt tolle, motivierte Leute, die zu uns gekommen sind. Und ja, das hat Spaß gemacht und deswegen wollen wir es auch weitermachen. Das erste Spiel, das leitet ein in das Wochenende und die Leute sollen kreativ sein, wir sind natürlich im kreativen Studiengang und sollen dabei zeigen, was in ihnen ist. Wir machen jetzt Action Painting. Ihr müsst quasi eurem Körper freien Lauf lassen, wenn ihr die Musik hört und malt einfach das, was ihr im Beat spürt. Stuttgart 21, viel Chaos und nichts dahinter. Ja. Ja, also der Pinsel steht für den Bahnhof. Davon gehen ja viele, also das ganze Schienennetz geht weg. Und das ist Ziel unseres EMM-Studiums, dass wir am Ende an der Monitor sind. Hier in der Ecke haben wir noch den kleinen Hinweis auf unseren Studiengang, denn Lapin Exceptionnel steht bei uns für High Potentials. Das heißt, der Hase, der über sich hinauswächst und super außerordentlich arbeitet, nämlich sehr potent ist. Unser Willen heißt High Voltage, weil wir unter Strom standen, als wir das Bild gemalt haben. Wir alle haben so ziemlich in unserem Leben so einige Gehirnstürze, die wir verfolgen wollen. Und eins davon war eben für uns alle wahrscheinlich so in die Medienbranche zu gehen. Das ist einer der Gehirnstürze, der so haften geblieben ist. Das Besondere am Mediencamp ist, dass die Studenten direkt, nachdem sie angefangen haben zu studieren, also quasi am zweiten Wochenende, zusammenkommen
Und zwar nicht nur mit den Kommilitonen, die neben ihnen in den Vorlesungen, in den Fachvorlesungen sitzen, sondern mit allen Kommilitonen. Also dieser vier Schwerpunktbereiche mit den Technik, mit den Gestaltungen, mit den Wirtschaft und Unternehmenskommunikation. Ich finde es ein tolles Wochenende, wo man alle mal näher kennenlernen kann, auch aus anderen Schwerpunkten. Und durch gemeinsame Erlebnisse auch so ein bisschen die Gruppe gestärkt wird. Wie schnell man auch die Menschen kennenlernen kann, wenn man da im gleichen Studiengang unterwegs ist und so gewisse ähnliche Interessen hat. Von 1 bis 10, wobei 10 gut ist, wobei 10 Bombe ist, gebe ich eine 11. Ja, ich habe, glaube ich, ein paar neue Spiele gelernt. Also das Action Painting fand ich ziemlich witzig. Hat uns doch ein bisschen zusammengeschweißt, das finde ich richtig gut. Ja, dass man alle mal so kennengelernt hat. Ja. Übergreifend. Interdisziplin. Genau. Seid ihr fertig? Wo ist denn Als nächstes gibt es eine Schnitzeljagd, damit die Leute hier ein bisschen rumlaufen können und sich die Landschaft anschauen können, sich ein bisschen miteinander beschäftigen. Wie hoch ist eine Stufe? Die Hausnummer ist um 1 größer. Irgendwas suchen wir. Zwei irgendeine Variable brauchen wir. Zuerst die beste Performance geht an Team 7. Schon mit beiden vorne. Ey, das werde ich aber echt weg, das verspreche ich. Da ist das Ding. Es sind 8 Gruppen, 2 Vorspeise, 4 Hauptgericht, 2 Nachspeisen. Wir machen dann praktisch Essen-Hopping. Ich würde auch mitgehen. Ich würde auch mitgehen. Du willst auch mitgehen und du auch? Auf jeden Fall Orange, ganz wichtig. Im Haus gibt es zum Beispiel die Vorspeise. Nachdem diese sehr leckere Vorspeise konsumiert wurde, wird weiter in das nächste Haus gelaufen und dort eben dann die Hauptspeise gegessen. Und dann wird ins nächste Haus gelaufen und dort gibt es eben dann die Nachspeise, bis alle satt sind und danach wird natürlich Party gemacht. HDM Activity, wir haben uns ein bisschen angepasst. Fenster, Tür, Arme, Schuhe, Arme.
Das Mediencamp mit drei Worten. Spitze. Einfach nur awesome. Spaß. Abenteuerlich. Party. Unterhaltsam. Sonne. Lustig. Freibier. Abwechslung. Freibier. Feuchtfröhlich. Und gute Laune, aber das sind zwei Worte. Boah, gute Frage. Das zweite Wort ist... Oh. Brötchen, Bier und Bräute, ja, das ist klasse. Und dann wird's... Machen wir vorne.